So, pro Wein Düsseldorf. Wir haben gesehen Wasser, wir haben gesehen Bier, wir haben gesehen Spirituosen, auch ein bisschen Wein. Und nun entdecken wir als völlig neues Segment Sekt alkoholfrei, Fragezeichen. Herr Johansen vom Badischen Winzerkeller ist dafür verantwortlich. Herr Johansen, weshalb alkoholfreier Sekt? Ja, wir haben festgestellt, dass hierfür Nachfrage besteht. Wie Sie hier vor mir sehen, ist eine Serie, die wir bisher als Sektserie haben, mit Alkohol. Und wir wollen für diejenigen, die in der geselligen Runde beim Sekttrinken dabei sind, auch eine Variante bereithalten, die alkoholfrei ist. Das sind die Autofahrer, das sind diejenigen, die vielleicht sonst auch Sekt nicht trinken. Und wir haben hier innerhalb dieser Serie diese Flasche hier mit dem alkoholfreien Sekt, gerade eben für diese Zielgruppe. Gut, das Thema nennt sich Young Line, das heißt, für ältere Autofahrer ist das Thema tabu? Nein, Young Line war mal die Entstehung dieser Serie. Young Line in dem Sinne, als wir hier eine geeiste Flasche haben, ein ganz neues, aktuelles Outfit mit Keramik-Siebdruck auf dieser Flasche. Und deswegen war es für uns eine junge Serie. Sie ist natürlich selbstverständlich für alle Zielgruppen gedacht und findet sich auch bei älteren Leuten, die gern sagen, also wir möchten gern auf den Genuss nicht verzichten, immer wieder gern Anklang. Gut, prima. Also auch für ältere Leute durchaus geeignet, so für die Gruppe Ü60. Wenn sie auch vom Arzt verboten wurde, trotzdem Young Line von Badischen Winzerkeller. Wie schmeckt ihr denn? Ja, er schmeckt sehr fruchtig, wenn Sie im Duft hineingehen. Sehr weinig, also es hat das Typische, was man von einem Sekt und von einem Wein erwartet. Wenn Sie ihn trinken. Er trinkt. Hat er ein sehr rundes Geschmacksbild. Alles das, was man von einem Sekt erwartet. Und das sichere Gefühl, das Richtige zu trinken, wenn ich noch Auto fahren muss. Okay, besten Dank dazu. Dann, was gibt es denn sonst noch Neues in Ihrem Sortiment? Ja, wir haben uns in unseren etablierten Marken viel Mühe gegeben, bisherige Serien, die sehr erfolgreich sind, neu abzudaten. Wir haben dort eine Serie zum Beispiel Breisgau Lieblich, mit Betonung auf Lieblich. Eine seit 10 Jahren sehr erfolgreiche Serie, wo wir noch größer Lieblich draufgeschrieben haben, damit man das auch als Markierung erkennt. Wir haben des Weiteren eine Serie im Holzfass gereift. Wir haben Europas größten Holzfasskeller. Und wir haben das Abbild des Holzfasskellers auf die Flasche gebracht, um dem Verbraucher zu zeigen, da kommen die Weine her. Auch sehr erfolgreich. Ja, und dann haben wir noch etliche andere Themen, wo wir sagen können, wir nehmen unser bisheriges Sortiment, daten es ab. Gerade im Bereich Biowein zum Beispiel, das ist ja mehr als nur eine Serie. Wir haben hier den Umweltgedanken aufgenommen. Wir haben ja, wie ich vorhin sagte, eine recht große Solaranlage auf dem Dach, 13.000 Quadratmeter. Also es ist ein Thema, was nicht nur die Serie ist, Biowein, sondern eben auch noch mehr. Das ist Philosophie, natürlich Badischer Winzerkeller von Natur. Und so wollen wir uns verstanden wissen und das bildet auch eben diese Serie ab. Okay, jetzt noch eine Frage und zwar trockene, kernige Weine von rauen Winzerhänden gekellert und die liebliche Weinserie von zarten Maidenhänden gepflückt oder wie sieht das aus? Nein, also in der Produktion gibt es unterschiedliche Selektionslinien. Auch unsere Winzer haben unterschiedliche Anbauprogramme, sodass man für jede Weinart nachher unterschiedliche Anbau- und Ausbauprogramme hat. Natürlich auch in der Weinbereitung. Wir legen Wert auf einen naturnahen Anbau und eine ebenso naturnahe Kellerwirtschaft. Also gibt es auch liebliche Weine von Männerhänden sozusagen gekillert. Genau. Danke. Danke Ihnen auch.